Knast jetzt. Ja, kann uns mal, ganz ehrlich. Alle dreimal bitte Hände nach oben nehmen. Gibt's ein Problem? Darf ich wissen, Warum? warum? Alle drei die Hände nach oben Nö, hin. warum? Sie sind im NATO-Gebiet Ne, drin. wo denn? Das ist Alle ein drei die Stein. Hände nach oben. Alle die Hände nach Oha, oben alles nehmen. klar. Ey! Warum nehmen Sie uns jetzt gefangen? Hä? What the Weil fuck? Sie Ja, aber NATO-Gebiet nicht. betreten haben. Jetzt stehen bleiben, Kommen nicht Sie mit. Ja, weg. komm, Lüge. chill. Komm mal mit. Nee, nee. Wo? Nee, doch. Nee, ja, da steht das ja auch nicht. Kommen Sie mal mit. Hier steht das. Und die verarschen oder was? Was geht denn, glaube ich, dort hinten ab? Was ist das verfickte Problem? Trotzdem müssen Sie sich Ey wieder Junge, ich umdrehen. schlief gleich. Ich hab grad gar keinen Bock jetzt darauf mehr. Gut, So. let's. Und was wird das jetzt? Wissen wir nicht. So. Jetzt mal einmal bitte alle Da. lesen. So, und jetzt, ey, Typ, der uns gefangen hat, jetzt geh mal nach denen zu, wo Wasser ist. Und sag mir, wo das Schild ist. Ich Ja, da komme ist ja von kein da, Schild, da weil da steht. kein auch normaler, Ja, da weil kein eben, normaler Eingang ist. Hier ist der ich komme normale von Eingang und da. man klettert nicht über Berge Ja. rüber. Ich komme von da Was hinten, haben die da steht kein gemacht? Schild, also. Gar nichts, das ist das Lustige. Wir NATO-Gebiet kommen einfach von da betreten. hinten, sind Berg hochgegangen. Wenn Sie nicht auf das Sehen wir Militär Scharfschützen. zählen, meine Eins, Meinung nicht zu zwei, dem hier. drei, vierte Scharfschütze kommt. Dann kommt der Herr mit seinem, ja, MPler halt. Alter, jetzt reicht's Juan mir. Carlos. Kommt Ja, du zu scheiß Fresse, uns. ansonsten hau ich dir einen in den Kopf, Mann. Gut, So, so jetzt. wie gesagt, MP bitte. haben NATO-Gebiet betreten. Ja, nimm die Mütze ab. NATO-Gebiet, ja gut, wie sind die denn? Waren die schon richtig auf Bunkergelände? Nein. Wir waren da hier vorne auf Ja, sie Berg. waren oben auf dem Auf Berg dem beim Berg. Bunker. So Hier bei den direkt vorne anderen im bei mir. Gefängnis stecken. Betritt NATO-Gelände. Alles klar. Aha. Ich wollte Ist nicht, mir dass ich jetzt da neu. eine Spannung mache, aber passt schon. Klar, dafür kommen Zivilisten ins Gefängnis, weil die sehr schwerdächtig sind, nur weil die auf den Berg gegangen sind. Alles klar. Mensch, Torwache wieder aktiv. Tja. Ach, guten Tag. Dankeschön. Moin, Meister. What the fuck? Wir haben nichts gemacht, wir waren nur auf einem Berg. Wir waren Ja, nur auf dem gut, Berg, wir das werden jetzt grundlos festgenommen. ist mir doch egal. Jawohl. Futter für Sir, mich. ich bin jetzt mal kurz beim Funkbunker, ne? Ich hab die Dreimal Erlaubnis Futter vom für mich. VKMD bekommen. Also so sind die NATOler, sind einfach so respektlos gegen Zivilisten, weil sie denken, sie wären was Nach oben Besseres. bringen, nach oben bringen. Ach, respektlos. Warum nach oben Nach bringen? oben. Was denn nach oben? Ja, Wir was denn nach so wie der oben? andere Typ gesagt hat. VKMD, die werden Ah, geht's, festgenommen, Kommandant. weil Aha. sie NATO-Gebiet Du betreten hattest dich haben. gerade erst auf einen Rang von Zivilisten gesagt, du Idiot, Vize oder? Kommandant, ich grüße Trottel. Sie. Ich war Wollen Sie schon, noch Ihren echten dass ich Namen die drei jetzt sagen? erschießen muss. Vizekommandant, das werde ich mir bestimmt merken, weil irgendwann treffe ich sie bald wieder Schön, wenn und du jetzt nochmal dann. Regiment sagst, dann haben wir alle komplett. Na, herzlichen Jetzt Glückwunsch. sagen Sie noch den Namen Mein bitte. Regiment. Verheiratet oder Verschwendet. ledig? Das heißt, ich Ich bin würde sagen, Baumwollpflücker. Deine Familie ist ein Baumwollpflücker. Ja, wenigstens hat die einen Job im Gegensatz zu Real. deiner. Wer ist denn halt, besser nicht geschmissen weg? Was wollen die denn mit dem machen? Was wird das eigentlich hier eigentlich? Was ist Verhören? das Scheiß? Warum denn verhören? Verhören. Welches Ganz Wort? wichtig. VKMD, verhören Sie uns bitte. Das ist ein Befehl. Na, Ja. da hab ich dir so gemacht, du Strunzsau. Was ist denn Und mit dem nochmal. Regiment? So. Also was haben wir hier? Trick und Track oder was? Nee. Bergsteiger 1, Langsam. Bergsteiger 2, Bergsteiger 3, die was zu Unrecht durch den MPler einfach festgenommen wurden, ohne Grund, und das ist für mich einfach nur erbärmlich. Bergsteig. Wie die ganze NATO ist einfach nur Bergsteig. erbärmlich. Junge, die NATO-Scharfschützen haben uns gesehen. Die sind da rumgerannt wie ein Wespennest. Wir sind hoch zum Berg. Wollten gerade zu unser Auto hingehen. Kommt der MPler daher, meint, er hat dicke Cojones und ja, nimmt uns fest. Da kommt irgendeiner daher und sagt, Das ist scheiße. äh,
guck mal, könnt ihr nicht lesen, wir kommen aber vom See aus, da war kein Schild. Ja, ins Gefängnis. Denk mir so, alles klar, was haben wir jetzt verbrochen? Wer hat euch denn, der MP, der euch gerade hier abgeliefert hat, oder was? Ja. Ja. Boah, nee, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde rumtue wegen der Scheiße, dann ganz ehrlich, ich bin nicht 2 Stunden hier, um hier dieses Gebäude zu karikieren und vielleicht auch noch irgendwie eine Skizze daraus zu machen, wie scheiße die ganze Sache hier aussieht, sondern ich will hier einfach nur raus, normal einfach mein Leben führen. Ach, ich hab uns einfach eine Verwarnung zu geben, dass wir nicht wieder hin dürfen. Wir haben nichts falsch getan, verdammt noch, scheiße. Wir haben nichts bedroht, gar nichts gemacht, wir haben nicht mal Waffen dabei gehabt. Ihr tut mir echt leid. Wirklich echt leid, scheiß drauf. Du tust mir nicht leid. Du bist bei der NATO. Aha. Jetzt? Ich möchte auch nochmal gesagt haben, dass ihr in Handfesseln sitzt, nicht ich. Herr Vizekommandant, das wissen wir. Ja, also, Schnauze. Warum? Weil ich sage. Lächerlich, einfach nur. Richtige, lächerliche Scheiße. Warum bist jetzt du eigentlich hier? Du hast überhaupt nichts zu sagen wahrscheinlich, oder? Ich finde es auch cool, dass der MPler, der für uns zuständig ist, bringt uns ins Gefängnis. Ja, jetzt haben wir gut so, gell, Freundchen? Jetzt haben wir gut so. Der MPler ist für uns zuständig, bringt uns hier hin, verpisst sich, ohne uns irgendwas zu sagen. Ich kenne die Sache schon. Ja, möchten Sie eventuell noch irgendwie das hier? Möchten Sie noch Wasser oder irgendwie eine Toilette, wo man Ihren ins Gesicht kotzen kann? Was ist hier eigentlich los? Jetzt sind Sie hier, nichts passiert. Ne, das glaube ich nicht. Also ich hab Durst, haben Sie was? So, trinken? Ne, haben wir gerade nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie sind für Zivilisten zuständig. Das ist falsch, die MP ist für alle zuständig. Hinter Ihnen, Herr Vizekommandant. Komm rein, du Vogel. Er heißt ehrlich Vogel, das ist das Problem. Der Herr heißt Vogel. Also Herr Vogel. Ich möchte von Ihnen nochmal die Situation haben, die drei Herren wurden festgenommen, weil sie im NATO-Gebiet irgendwo gelaufen sind. Im NATO-Gebiet, ja. Ein Bunker hinten, auf dem Berg. Gut. Was habt ihr da zu suchen gehabt? Wir sind mit dem Fahrzeug stehen geblieben. Wir sind auf dem Berg hoch, sahen die NATOler, also die Sniper, sahen zwei. Haben so hingedeutet, ja, ihr seid hier. Dann kamen die nächsten zwei auf der anderen Seite. Kamen noch zwei. Dann kam der MPler, kam zu uns hin. Wir wollten dann gerade zum Auto wieder zurückgehen. Nimmt uns fest. Also, wir werden euch jetzt... Darf ich fragen, warum? Nicht. Welcher Grund? Welcher Grund, bitte? Allgemein. Ja, warum denn? Ich möchte den Grund wissen. Sie haben kein Recht, uns festzunehmen und uns zu durchsuchen ohne einen Grund. Ja, was, also ist hier irgendwo Sanitäter? Ja, ich weiß nicht, wie vielleicht von uns. Ach, das ist der Hund so. Raus. Der Vizekommandant sagt raus. Also, was hatten Sie denn dabei? Ja, eine schnelle Abtastung gemacht. Sie ist schon klar, dass sie laut dem IS-Recht dürfen sie nicht Leute aus dem Zivilistenbereich tun. Und ja, ist mir scheißegal, wir sind hier im Islam. Ein 50 Kaliber, eine Pistole, Fernglas. Das ist falsch. Lüge, Lügepresse, alles klar. Die Hauptperson wahrscheinlich. Mach ganz den Maul auf. Aha, in der Mitte ist ja, die Hauptperson, ist alles klar. Selber, Sprenggranate, Flashgranate, gleiche Pistole, die dritte Person.
Alter, was ist das für eine Scheiße? Also die alle drei haben eine ja, und ist es schlimm? Nee, Ruhe jetzt, nur ganz, ganz rechts. Meine Fresse. Ganz rechts, Maschinenpistole. Rechts ist ein deutscher Mann. Die anderen beiden haben nur 50 Kaliber und Pistole. Das ist falsch, ich hab ne Ruger. Ich hab ne Ruger dabei. Keine 50 Kaliber. Haben sie nicht. Doch, hab ich. Möchten Sie die sehen? Haben sie nicht. Ich glaub, wo mehr mein Typen hier statt ihn. Dann lügt er. Und wenn er lügt, dann ist es ganz, ganz schlecht, wenn der lügt. Nein, da wird nicht diskutiert. Doch, wird schon. Also sie haben jetzt offiziell Langwaffen dabei. Da gibt's schon ein schönes. Nein, Ruhe jetzt. Sie haben jetzt alle drei Langwaffen dabei. Ja, hast du ein Problem damit oder was, ha? Strafe. Ja, die Haftstrafe besteht aus eurem Bußgeld. Oder beleidigen Sie hier permanent die MP als Vogel, als sonstiges. Hä? Sie haben gesagt, das ist der Herr Vogel. Sie haben Sie gesagt. Das hat auch keine Tatsache. Hä? Doch. Des Weiteren versuchen sie mich hier für dumm zu verkaufen, was ich überhaupt nicht mag. Ja, haben sie Beweis? Was hab ich? Hast du einen Beweis dafür? Den Herr neben mir. Der war doch die ganze Zeit nicht da. Oder die ganze MP, die sich einfach verpisst hat und einfach uns da stehen gelassen hat mit ihnen. Der dafür eigentlich zu inkompetent ist für die ganze Sache. Wie komplett die ganze NATO. Sie haben alle drei Langwaffen. Oh, meine Fresse, Alter. Wir waren einfach nur am Berg. Keine ganz normale Bergsteigerchen. Oh, jetzt, wenn ich rede, Schnabel halt. Hey. Lecken sie mich doch alle so richtig hart am Arsch. Das ist echt so lächerlich, was die abtreiben, ganz ehrlich. Ruhe. Ruhe. So. Wenn der Vogel spricht, schweigen die Würmer. Also, ihr drei habt Langwaffen und ihr könnt normal der Bergsteiger. Entweder ihr sagt mir jetzt, was Sache ist, oder ich kitzel euch aus euch raus. Wer reden möchte, kann zum Weg, ne? Eintritt kostet. Kannst du ihn reinlassen? Und keiner der drei Herren möchte was dazu sagen, da ich keinen Summ gehört habe. Ich mich jetzt mal kurz hier an meinen Herrn. Was will er jetzt sagen? Was will er jetzt sagen? Langwaffen, erstmal Langwaffen machen und bestätigt bekommen. Und das sind keine Bergsteiger. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die vorhat, denn wir sind Jäger oder irgendwelche kriminellen Leute, weiß ich nicht. Da ist der Eintritt. Ja, erstmal überprüfen, ob sie Waffenschein haben. Also, Langwaffe ist kein Waffenschein, aber anscheinend verteilt die UN ja Jagdscheine, dass man 50 Kalibern jagen darf. Absoluter Blödsinn, aber... Was wollen sie denn jagen? Derzeit läuft gut durch mit Kamelen. Ich glaube, das ist eine ganz seltene Spezies. Ja, und dann halt Guantanamo. Ausfliegen. Wurden den eigentlich Funks oder alles abgenommen? Ich hab den nicht. Was soll denn machen? Soll denn, was ist, der Jägerverband kommen oder was? Und uns hier umnieten oder wie? Alter, ey, ganz ehrlich. Ja, danke. Alles klar. Eigentlich